Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Berlin Angelt. Und ja Mann, Reeman am Start, Kevin auch wieder am Start. Pike Fishing Berlin. Könnt ihr auf jeden Fall mal bei Instagram folgen. Einmal Reeman One, Bing, und einmal Pike Fishing Berlin, Bing. Jo, und Otti kommt auch gleich. Bing. Und ja, Mann, dann geht's an ein Gewässer, wo wir schon mal waren. Da haben wir nicht so gut abgeschnitten. War auch nicht das Wetter so geil. Aber wir können es ja heute nochmal versuchen. Und meine Pollenallergie macht mich übelst fertig. Meine Augen tränen schon wieder. Nase ist zu. Ist doch geil, ne? Ja, Mann. Auf jeden Fall warten wir jetzt nur noch auf Otti und ziehen uns dabei ein paar Beatbox-Videos rein. Yeah. Genau, dann sehen wir uns gleich im Auto. So, nach ewigen Hin- und Herfahren, weil das scheiß Navi irgendwie nicht funktioniert hat oder uns irgendwo hinschicken wollte, wo wir gar nicht hin wollten, sind wir jetzt auf jeden Fall da. Ist jetzt noch ein Stück zu laufen. Aber das sollte wohl vielversprechend sein. Also heute mal ein paar andere Spots ausprobieren. Und ja, Mann, dann hoffentlich dicke Fische. Jo, Otti hatte gerade seinen ersten Biss. Der ist einfach direkt hier vorne drauf gescheppert, aber er hat sich erschrocken und hat den Köder rausgeholt. Ja, und weg war er. Aber es ist echt sehr anstrengend. Ich habe vergessen, das letzte Mal, als wir hier waren, wie penetrant nervig dieser See war. Weil ich glaube, das Kraut steht so kurz unter der Wasseroberfläche. Also du wirfst rein und musst sofort einkurbeln, damit du nicht im Kraut landest. Und selbst wenn du sofort einkurbelst, hängst du immer noch ab und zu mal im Kraut. Das ist richtig ekelhaft. Aber wir wissen von Erzählungen her, dass es hier wohl gut an Hecht geben soll. Aber wenn du die ganze Zeit nur Kraut rausfischst, ist halt ja scheiße. Und mit Offset-Haken, ja, irgendwie stellen wir uns noch ein bisschen dämlich an damit. Könnt ihr mal irgendwie erklären oder so, mit Tutorials runterschicken oder so, wie man Offset-Haken, Köder mit Offset-Haken richtig fischt. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. So, ist auf jeden Fall ziemlich scheiße hier. Also abgesehen davon, dass man sowieso mit jedem Wurf irgendeinen Scheiß am Haken hat, nur kein Fisch. Ja, also wir geben das jetzt hier auf und machen uns einen Plan, wo es als nächstes hingeht. Also wir wechseln auf jeden Fall das Gewässer, weil hier geht gar nichts. So, wir haben uns jetzt spontan dazu entschlossen, einfach mal zum Kupfergraben zu fahren und hier ein bisschen noch auf Barsch zu angeln.
Mal kicken. Also bis jetzt bin ich noch nie beim Kupfergraben gewesen und habe nichts gefangen. Also ja, würde ich sagen, auf dass wir uns jetzt entschneidern. Genau, richtig. So, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich habe mich endlich entschneidert. Der erste kleine Barsch am Kupfergraben. Auf einen 2 Inch mit Fire Tiger geht immer. Also mit dem fange ich eigentlich immer hier was. Ja, also ich bin entschneidert. Die anderen sind noch dabei, aber ich glaube, die haben noch ganz schön große Köder. Ich denke mal, heute sieht schlecht aus. Ja. Mal kicken. Auf jeden Fall ist mein Tag jetzt gerettet. Und jetzt mal gucken, was noch kommt. So, und auch Otti ist entschneidert. So gut wie, da unten hängt der Karpfen. Keine Ahnung, was der auf einen Gummiköder macht. Aber gut, wir versuchen den jetzt erstmal irgendwie rauszukriegen. Ja, also ich weiß nicht, ob man das als Entschneider zählen kann, weil Vorfach nicht berührt und so. Aber ja, den konntest du auch nicht hochkriegen. Also wir angeln hier ultra light. Sieht schlecht aus, dann so ein Ding hier hochzukriegen. Kommst du nirgendwo runter. Naja, hat er sich ausgeschlitzt. Egal, weiter. Nee, du hast ja Janisch gefangen. Ich habe diesen komischen Fisch gefangen. Ja, den, hier den Aland oder was das war. Der war ja nur dran. Der war ja nicht. Vorfach war nicht berührt, also zählt das nicht. Ne? War echt so blöd, den in der Angel hochzuziehen. Ist das geil. Ja. Okay, Kevin, du fängst noch einen, oder? Scheiß Spree fragen. Hey, Spree! Fangen die heute noch was oder nicht? Spree sagt nein. Spree sagt nein. Ach man, was ist los? In letzter Zeit ist irgendwie gar nicht mehr so cool. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier war, das hat gescheppert und gescheppert und gescheppert, einer nach dem anderen. Und jetzt geht nichts. Jetzt auf Ansage. Perfekt so. Ja. Boah, hast aber Glück, dass er sich nicht rumgewickelt hat. Ja. Das musst du ganz vorsichtig machen. Guckst du nicht Maxi und Yoshi seine Videos? Ja. Oder was? Hm. Vielleicht in der Mitte. Ja, genau. Perfekt. Also da oben fängt man auf jeden Fall Fische. So macht man das, so machen es Profis, ja? Yoshi, Maxi, könnt ihr euch auf jeden Fall was abgucken. Diese Künste fürs Auswerfen kriegt ihr nur bei uns. Beziehungsweise bei ihm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nach meinem einen Barsch, den ich vorhin gefangen habe, habe ich noch einen gefangen auf dem 3-Inch Köder, auf dem 3-Inch Dud in Motoröl. Aber ansonsten auch nur 2 Bisse gehabt oder so auf die 3-Inch Köder. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht doch ein bisschen zu groß, vielleicht sind die dicken Barsche noch nicht hier oder so. Ich weiß es nicht. Und hier sehen Sie 2 Angler, die nichts fangen.
hier auch keiner was fängt, gehen wir einfach mal einen von meinen Ködern. Guck mal. So, Kevin. Damit du heute Oma was fängst, gebe ich dir jetzt den Köder hier. Mit dem habe ich vorhin meinen Hochheffer. 2-Inch Feiertiger. Den darfst du dir jetzt ranmachen. Und wenn du damit keinen fängst, dann schuldest du mir 1000 Euro. 1000 Euro direkt. 100? 100 ist auch gut. Warum? 10. So. Nicht so schöner Angeltag. Ich habe bloß 2 Barsche gefangen, die anderen haben gar nichts gefangen. Ja. Ich hatte viel bis Hecht und ich hatte so einen komischen Riesenfisch dran. Aland, oder? Der ging aber leider nicht raus, weil das zu tief war. Wir haben den nicht hochgekriegt. Ich habe einen Fisch gefangen. Aber du ich habe bloß nicht am Vorfach angefasst. Er hat das Vorfach nicht berührt. Ja, also? Ist trotzdem gefangen. Ihr könnt ja mal, also für die Leute, die der Meinung sind, es zählt, und für die, die der Meinung sind, das zählt nicht, könnt ihr mal die Begründung in die Kommentare schreiben. Ja, kann ja sein, dass es nicht zählt. Genau. Ich habe trotzdem einen Fisch gefangen. Wir waren lange am Haken. Patti, wenn du dich damit besser fühlst, dann. Ja, fühle ich mich besser. Okay, dann hast du einen Fisch gefangen. Gut, der war lange am Haken. Der war wirklich lange am Haken. Ja. Ja, ja. Und wenn er dann abgeht, weil das eine UL-Route ist und der Haken so klein ist und so ein Fisch ist. Also. Muss ich mal halt runterspielen, okay. Ich mal Chicken Fisch fange. Jawohl. Ja. Ach ja, und Oppermann, hier 2 so eine kleine Barsche. 2 kleine Barsche? Ja. Alter, Ina hatte schon mindestens ja, 18. Ja, vielleicht 15. Nee, kannst du knicken. Wie groß war der, den ich hatte? Bis ich war 12. Ist ja auf Video zu sehen. Genau, ist ja auf Video zu sehen. Kann auch 5 Barsche oder in der Ruhe führen. Das ist scheißegal, weil. Wie sagen, ist auswärtiges okay. Amt, okay? Genau. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, ein Abo da zu lassen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Und die Glocke aktivieren dürft ihr auch nicht vergessen. Habe ich noch was vergessen? Nö, ansonsten eigentlich nicht. Genau, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und immer schön fleißig bei Zeck bestellen mit dem Aktionscode Yoshi. Und ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram abonnieren. Einmal Otti und einmal mich und einmal Kevin, aka Pike Fishing Berlin. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.